Durch die Napoleonischen Kriege und den Schulhausbau wurde das Projekt eines Kirchenbaus immer wieder verschoben. Erst mit der Gründung eines Kirchenbaufonds im Jahre 1893 und dem Vermächtnis des Pfarrers Wilhelm Baden konnte neu geplant werden. In den Jahren 1903 und 1904 wurde die Antoniuskirche, das heutige Wilhelm-Baden-Haus, erbaut. Durch die Zunahme der katholischen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg war die alte Antoniuskirche schnell zu klein. 1957 wurde der Kirchenbaufonds für die St. Martinskirche gegründet und in den Jahren 1962-63 wurde diese erbaut. Frau Trunk war gerne bereit, mich durch die Kirche zu führen und vieles Interessante zu zeigen. Die katholische Kirchengemeinde feierte das Fest der Kommunion. Die 8- oder 9-jährigen Kommunionskinder wurden vor dem Wilhelm-Baden-Haus vom Pfarrer, den Pfarrgemeinderäten und den Ministranten abgeholt und zur St. Martinskirche begleitet. Dort wartete die gesamte Kirchengemeinde auf sie. Die Kommunionskinder empfingen bei diesen Feierlichkeiten das Altarsakrament. Mit einem Festgottesdienst und einem Pfarrfest rund ums Wilhelm-Baden-Haus beging die katholische Gemeinde den 100. Geburtstag der alten St. Antoniuskirche und den 30. des katholischen Gemeindehauses. Mit dem alten Missionskreuz aus der St. Antoniuskirche voraus
hier feierlich eingezogen. Heute sind wir wieder so eingezogen und werden nachher mit dem alten Missionskreuz voran in einer Prozession den Weg zur alten St. Antonius-Kirche, dem heutigen Wilhelm-Baum-Haus, zurückgehen und dort das 100-jährige Jubiläum feiern. Der leider in diesem Sommer durch einen tragischen Unfall verstorbene Pfarrer Alfons Lutz sagte in der Festschrift über die 100-jährige religiöse Begegnungsstätte: Wir Menschen suchen und brauchen Begegnung, vor allem wenn es um das Erlebnis unserer einzigartigen Geschöpflichkeit geht, das Zusammenklingen von Leib, Geist und Seele. Kirchliche Gemeindehäuser als religiös-gesellschaftliche Begegnungsstätten sind daher unverzichtbar. Als Antoniuskirche war sie über viele Jahre Versammlungsort für die Verkündigung der frohen Botschaft, für die Spendung der Sakramente, besonders für die kostbare Begegnung unter uns Menschen, die Feier der Eucharistie. Als Wilhelm-Baden-Haus dient sie nun Menschen, die hier Bildung und Kultur, Förderung und Vertiefung, kirchlichen Gemeindelebens und nicht zuletzt frohe Gemeinschaft, herzliche Geselligkeit und festliche Stunden erleben wollen. Der Herr mache die Besucher des Wilhelm-Baden-Hauses bei all den unterschiedlichsten Anlässen und Treffen doch immer wieder fähig, lebendige Glieder der Kirche von heute zu bleiben bzw. zu werden. Das Jubiläumsfest möge bestens gelingen und reichen Segen verströmen. Pfingstsonntag, 30. Mai 2004. Alfons Lutz, Pfarrer.